Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich bin gerade rein. Ich begrüße euch zu einem neuen Odin war einkaufen. Es wird ein etwas längeres Odin war einkaufen, da warne ich euch schon mal vor. Ich habe jetzt eigentlich alles da, eigentlich, uneigentlich. Eine Arbeitsplatte fehlt noch, die kann ich aber erst bestellen, wenn die Wand fertig ist. Komm, habe ich im Stream ja schon oft genug erzählt. Ich muss jetzt erstmal, die Wand wird gemacht bei mir, mit zeige euch gleich auch, wie sie gemacht wird und dann kommt das alles ein bisschen umgestellt. Die Couch kommt auf die Seite, der Fernseher kommt von hier nach da und ich habe auch einen neuen Kratzbaum, da kommen wir auch gleich dazu, der kommt dann dahin und danach richtet sich das, wie viel Platz, wenn da der Fernseher ist mit dem Lowboard und der Kratzbaum wiegen mache, ob ich ihn so mache oder so längs mache. Wobei ich am Überlegen bin, so zu machen. Danach richtet sich das, wie lang meine PC-Ecke wird. Also im Schnitt 1,40 in der Länge. Kann aber auch sein, wenn es alle gut läuft, dass es vielleicht 1,60, 1,70 ist. Müssen wir gucken. Das kann ich noch nicht sagen. So, fangen wir erstmal an. Ich fange erstmal mit dem hier an. Mir ist nämlich das Bild im Flur runtergefallen, wo die Fotos von meiner Frau drin sind, von damals. Das sind die Fotos, die meine Frau mir damals gegeben hat. Ich kann euch nicht alle zeigen, weil da manchen ist das ein bisschen verschlafen. So von der Ferne geht sie. Ja, in einem Schwestern-Outfit und so. Ja, also das, was ich zuhalte, da schläft sie gerade. Das darf ich niemandem zeigen, hat sie gesagt. Und das müssen wir mal so umdrehen. So, das ist mir runtergefallen und das ist hier kaputt. Und ehe hier das Glas rauskommt und irgendwann mal irgendein von den Kindern auf den Zeh oder auf den Kopf fällt, habe ich es abgemacht und habe mir einen neuen Bilderrahmen geholt, der fast so groß ist. Ein bisschen schmaler ist er. Ohne Rahmen oder so. Und dafür habe ich bezahlt 3,49 Euro. Ja, bei Repo. So. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen von... Ach, wir kommen auch zu Technik. Technik habe ich auch gekauft. Oh Gott, das wäre... Dann kommen wir zu Lidl. Bei Lidl habe ich mir Pinsel gekauft, weil ich bei meiner Tochter, also wenn hier gemacht wird, mache ich gleichzeitig bei der Großen auch noch im Zimmer ein bisschen was und dafür brauche ich Pinsel. Deswegen ein Pinselset. Dann, ihr Schreibtisch hat eine ziemlich große Macke, so ein Kratzer. Sieht nicht mehr so schön aus. Deswegen habe ich, nicht wahr? Deswegen habe ich so einen Stift geholt für Holz und dann wird das wohl wieder braun. Ja, damit kann man so Unebenheiten verschwinden lassen und sollte auch wieder schicki aussehen. Dann habe ich, was habe ich für den bezahlt? 1,99 Euro, glaube ich. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Dann habe ich geholt Möbelgleiter. 4 Stück. 8 Stück. 2x4. Die will ich, die werden geklebt. Glaube ich, hoffe ich doch. Keine Ahnung. Die will ich unter die Tischkufen machen, weil mit der Arbeitsplatte und so, das wird alle ziemlich schwer. Und so ein Metallrahmen, das ist auch, zeige ich euch gleich, das muss ich vom Handy zeigen. Da habe ich gedacht, da mache ich das drunter. Auf jeder Seite 4 Stück, 1, 2, 3, 4. Auf der anderen Seite auch, 1, 2, 3, 4. Und dann kann es ein bisschen gleiten, also wenn ich mal ein bisschen variieren muss, den ein bisschen rüberschieben oder nach vorne schieben, wegen Kabel verlegen oder so. Da habe ich gedacht, bin ich damit auf der sicheren Seite und dann gleitet das. Ganz smooth. Dann habe ich mir geholt Zangen, weil mir einige Zangen abhandengekommen sind. Mir ist eine Kneifzange abhandengekommen, also habe ich mir war im Angebot bei Lidl, ist auch alles Lidl, also auch die Tischgleiter hier, Stuhlgleiter, Möbelgleiter. Da. Und dann habe ich mir noch geholt eine Spitzzange und eine normale Zange. Die ist weg. Nee, die ist bei mir ein bisschen nicht mehr so. Und die habe ich noch, aber ich habe gedacht, naja, wenn du denn, holst du gleich auf Reserve. Muss ja auch nicht lange halten. Hauptsache, ein bisschen was kann man damit machen. So, wartet mal. Dann wartet das von Lidl. Ich möchte sagen, das war das dann jetzt von Lidl. Dann will ich jetzt Baumarkt machen. Baumarkt habe ich hier hinten Kabelschächte geholt. Ja, mit Schrauben. Also ich zeige euch mal, wie breit die sind. 2 Meter lang. Ja, da passen 2 Stromkabel durch. Erkläre ich euch gleich auch noch warum.
wie Stromkabel. Habe ich insgesamt 8 Stück, also 8 mal 2 Meter. Josi, nimmst du das mal und stellst du mal kurzzeitig im Flur, bis ich mit dem Video fertig bin. Also nicht wundern, hier sieht so ein bisschen Chaos hinten im Hintergrund aus, weil ich hier schon einen jetzt abgeräumt, ausgeräumt, die Schränke hier oben sind ausgeräumt und ja, so, das auch noch. Dann habe ich halt noch die passenden Schrauben hier dazu geholt und im Dübel ein 50er-Pack. Ja, und warum brauche ich das? Weil hier hinterm Fernseher sind 2 Steckdosen, also etwa hier. Also da unten sieht man sie vielleicht so ein bisschen, da sind 2 Steckdosen, hier so. Also auf der Wand habe ich 3, also einmal ein 2er und da hinten ein 1er. Auf der Wand, wo der Fernseher dann hinkommen soll, da drüben, habe ich nur eine 2er Steckdose. Und die ist praktisch auch an einem Kabel dran. Und da hängt der PC dran und noch ein 3er, also an einer Steckdose, so eine lange Steckdose, wo PC und die ganze kleine Lumpe, Soundanlage und die ganze Kacke läuft. Und dann noch eine zusätzliche Steckdose, wo halt die LED dran ist, fort um meinen Bilderrahmen ist und das Telefon, also das Fritzfon, Ladekabel für Headset und Handy. Und was ist da noch dran? Ach, und meine BenQ Vit, die Lampe ist da dran. Wenn ich jetzt hier das drüber mache, fehlt mir praktisch das. Weil ich brauche alleine 3 Steckdosen nur dafür. Das kommt ja alles weg hier. Also praktisch der Bilderrahmen kommt weg und so. Dadurch kann ich eine Steckdose sparen, kann mir von davon eine hier langlegen. Aber ich brauche mindestens die beiden hier, dass ich die nach da drüben verlegen kann. Die da hinten brauche ich. Also ich habe hinten noch Richtung, also Richtung da lang habe ich noch eine. Die bleibt auch, die brauche ich. Da kommt das Bild dann wieder angeschlossen und Steckdose und so. Quatsch, Ladestation, wenn ich mein Handy laden will und auf der Couch liege. Also muss ich praktisch einmal hier lang, hoch über die Tür, was alleine 2 Meter sind, über die Tür rüber, wieder runter und dann etwa so weit die Wand lang und dann die komplette Wand auch nochmal lang. Beziehungsweise nicht die komplette Wand, so viel Platz lasse ich dazwischen, wo die Kabel so rauskommen können. Die von da kommen und die von da kommen. Oder ich schneide das nur raus, das Stück. Ich weiß es noch nicht, wie wir es machen. Irgendwie machen wir das so. So wird das gemacht. So. Wenn wir schon bei der Wand sind, dann kann ich euch das gleich zeigen. Dann kann ich das hier rüberräumen. So soll meine Tapete dann aussehen. Jetzt könnt ihr euch nicht so viel drunter vorstellen. Das ist jetzt hier so Steinmuster. Da sieht man jetzt auch nicht so viel dran. Ich werde auch auf jeden Fall ein Video machen. Habe ich 4 Rollen mir geholt. Eine Rolle hat gekostet 12 Euro noch was. Ist auch alles not product placement oder keine Werbung, kein gar nichts. Ich habe alles selber bezahlt. 4 Stück. So. Achso, dann können wir Display ohne wegräumen. So, dann haben wir noch bei Repo für 17,99 €. Der sollte eigentlich 22 Euro kosten. Seht ihr das? So einen kleinen Thron geholt für unsere Tochter, für die Kleine. Wir haben schon einen, den habe ich im Livestream schon gezeigt. Den haben wir bei Möbel Boss geholt für mehr Geld. Und der geht dann hoch zu meiner Frau und der Helle kommt dann hier, weil hier alles ziemlich dunkel ist und dann hier was Helles wäre nicht schlecht. Wir wollten eigentlich einen rosanen mit einem Einhorn hier oben drauf. Der war aber nicht mehr da. Aber sobald der da ist, sage ich euch so wie es ist, kommt der geholt. So, hier, den haben wir dann bei Möbel Boss geholt. Ja, und das kann man hier auch abmachen. Ja, also rein theoretisch könnte man dann auch einen einzelnen Bezug, wenn man den kriegen würde, könnte man hier einen neuen Bezug drauf machen. Müsste ich mal googeln, ob sowas zu kaufen gibt, dann holen wir dann Einhorn für oder so. Und wenn es Einhorn gibt, dann hätten wir praktisch 3, dann geht einer zu der Omas. Egal welche. Müssen wir gucken, welche Oma noch keinen Stuhl hat für die Kleine. Und dann bleibt der Helle bei mir und Einhorn geht hoch oder umgedreht, wissen wir noch nicht. Müssen wir dann gucken. So, achso, dann habe ich noch was von Lidl. Oh Gott. Maike, oh Scheiße, hier geht ja alles raus hier. Oh, war die letzte. Und der Karton ist auch ziemlich ramponiert. Oh fuck. So, das ist ein Deckenfluter. Aber LED.
3,6 Watt. Ja, und der soll, wie viel Lumen hat er? 3300 LM und 30 Watt, also oben. Das hat das kleine Ding hier, das hat 3,6 Watt mit 360 Lumen. Das obere hat 30 Watt mit 3300 Lumen. Energieersparnis bis zu 84%. Ist viereckig mit LEDs ringsherum, ist dimmbar. Ja, meine Frau fand sie jetzt nicht so schön, aber ich will sie dann halt in die Ecke machen, dass da dann auch Licht ist, dass man vielleicht eine kleine, falls man mal lesen will oder so, oder so einen kleinen Deckenflug, da ist ja nicht mal so schlecht, weil ich habe ja nur hier in Mitte das Ding und ja, fand ich ganz schön, vielleicht auch für Streamen oder so, dass dann noch ein bisschen heller wird. Ich habe auch noch nicht alles gekauft. Ich zeige euch nachher noch, was ich noch haben will, wofür das Geld aber nicht gereicht hat. So, dann stehen hier, ist ein großer Karton mit Tischkufen. Die werde ich euch gleich über den Bildschirm, über das Handy zeigen. Die habe ich noch nicht ausgepackt, die bleiben verpackt. Die sind erstmal sauschwer. Und ich habe die Arbeitsplatte noch nicht und ich habe Angst, dass sie zerkratzen. Deswegen bleiben die verpackt. Hier, oh Gott. Ist der Kratzbaum. Ich weiß nicht, 30, 40 Kilo oder so. Decken hoch. 2,60 Meter. Der wird, wenn soweit ist, wird der auch aufgebaut. Wenn das nächste Woche Mittwoch, Donnerstag in dem Dreh, wenn das hier alles drüben und umgetauscht und alles ist, dann wird der aufgebaut. Vom Aufbau werde ich ein Video machen. Das werde ich euch dann wahrscheinlich, wenn ich schaffe, nächste Woche online schalten. Ja, also wie gesagt, das ist ja sowieso bis Donnerstag sind Videos geplant. Also das kommt jetzt, das, was ich jetzt mache, werde ich heute Abend noch bearbeiten, bevor ich die PC-Ecke abbaue, hochladen, Thumbnail, Beschreibung, Links raussuchen, das mache ich heute alles noch fertig. Und dann muss ich hier noch die Bilder abnehmen und verstauen, die S-Ecke verstauen und die Couch vorziehen, den Kratzbaum hier irgendwie hinmachen, damit wir Platz haben, der Maler und ich, dass wir da hinten machen können. Deswegen kommt das jetzt noch nicht aufgebaut. Da warte ich, das ist verpackt, ist das ganz gut. Dann nimmt da weniger Platz weg, als wenn so ein dicken, hohes Ding, weil so lang ist es, der ist ja 120 Meter breit. So. Dann, das Gimmick, das lasse ich zum Schluss. Hier halt noch was, das kommt zum Schluss. Das habe ich dank euch. Das kommt zum Schluss. Jetzt muss ich erstmal gucken, was war das erste Paket. Genau, das war das erste Paket. So. Da habe ich mir bestellt. Habe ich hier eins offen? Nee, ist nicht offen. Ist keins offen, okay. Da habe ich mir bestellt 2x15 Meter Kabel, also Verlängerungskabel. Ich zeige euch den auch gleich mal. So, weil ich habe keinen 15 Meter und ich brauche mindestens 15 Meter. Ich brauche 3 Meter. Dadurch, dass ich über die Tür gehe, brauche ich 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja, so 12 Meter brauche ich mindestens. Aber die hatten sie nicht als 12 Meter. Und als 10 Meter habe ich sie gesehen, aber 10 Meter ist ein bisschen knapp. Deswegen 15 Meter, zwei Stück. Die kommt denn da ran, da kommt auch noch was anderes gemacht, das zeige ich euch gleich. Und hier ist der Clou. Der hat nicht nur eine Steckdose, nein, der hat zwei. Ja, also bin ich da schon mal besser, brauche ich da nicht einen Dreier und dann oder einen Zweier und dann hier noch einen Zweier ran und dann noch zwei Sachen. Nein, hier mache ich, da, kann ich auf jeder Seite von Kabel direkt, was ich hatte, so einen Sechserstecker packen oder Achter, was das ist, und kann die separat schalten. Und weil mir immer meine Fernbedienung abhanden kommt, habe ich mir auch noch was geholt, da kommen wir gleich dazu. So, dazu habe ich dann noch, weil ich eigentlich hier das abkneifen wollte, den Stecker, der in die Wand kommt, also in die Dose kommt, und wollte mir sowas dran machen. Ja, jetzt fragt ihr euch, was das ist. Das ist für Stromkabel, der wird da abgeschnitten und da ran gemacht. Und der ist ziemlich flach, auch ein bisschen neigbar. Das ist dafür, dass wenn er drin ist, dass man so machen kann und dann kann man raushebeln. Dadurch ist der ziemlich flach an der Wand. Hier drinnen gehen die Kabel lang, also der geht hier so ganz dünn lang und hier wird da dann, und dadurch kann man Schränke schön ranschieben. Ist sehr interessant, denke ich mal, für einige. Habe ich aber vergessen, dass das hier oben so weit absteht. Das passt bei mir nicht. Bei mir sind die Stecker
sie sind wirklich dicht zusammen. Ich habe eine Steckdose, die auf dem Putz drauf ist. Und die sind wirklich dicht an dicht. Da ist vielleicht zwischen den beiden Steckdosen so viel Platz. Wenn überhaupt. Und ich habe davon zwei Stück bestellt. Ich denke mal, ich werde eins zurückschicken. Eins werde ich behalten. 8 € oder so hat eins gekostet. Das werde ich dann im Schlafzimmer ranmachen. Ja, los doch, wenn es jemand brauchen würde. So. 8 € hat eins, glaube ich, gekostet. Vielleicht gehen auch beide bei drauf. Ich bin ja da am Überlegen. Also eins kommt ins Schlafzimmer. Dadurch kann ich halt mein da habe ich auch Aufputz. Und da steht jetzt der Schrank, wo der Fernseher drauf ist, so weit weg von der Wand. Dadurch würde er dann nur noch so weit weg von der Wand stehen. Weil da ist der Kabel wie eine Verlängerung, wie eine Steckdose. Da würde das super passen. Und, was mir gerade einfällt, im Badezimmer würde das auch super passen. Dann könnte ich den Schrank ranstellen und dann würde das, der Schrank nicht so weit wegstehen. Aber das ist auf einem anderen Blatt. Das ist Nebensache, das ist erstmal später. So, dann habe ich noch bestellt. Da kommt auch noch mehr. Aber das wird mir gestellt, das kommen wir später in einem Video dazu, kommt vielleicht nächste Woche. Habe ich mir 4, weil das war im Angebot bei Amazon, 4 Steckdosen bestellt, die über Alexa steuerbar sind. Die werde ich dann praktisch auf jede Seite hier, werde ich eine machen. Und dann kann ich das besser separat steuern. Dann kann ich halt sagen, brauche ich hier auch keinen 6er Stecker dran an einen, dann mache ich hier nur einen 3er zum Beispiel ran und dann nehme ich hier Steckdose und die kann ich umbenennen, Steckdose PlayStation oder PlayStation Steckdose und kann sagen, Steckdose PlayStation Steckdose an und dann geht halt der 3er Verteiler an, der hier dran ist, auf der Seite, wo dann halt die PlayStation, die Festplatte und was war noch dran und der HDMI-Verteiler, der kriegt auch Strom, die drei Sachen sind da dran, reicht ein 3er Verteiler aus. Und wenn ich das nicht brauche, wenn ich nicht zocke oder nicht streame, dann ist die Steckdose komplett aus. Dann ist dann halt hier auf der Seite vielleicht an, weil ich gerade Blu-ray gucke oder was weiß ich. Dann mache ich hier nur einzelnen Blu-ray-Player ran. Bei dem anderen kommt ein 6er-Verteiler ran. Von Kabel direkt her direkt. Da, was auf Dauerstrom ist. Also Fernseh. Der Fire TV Cube, die Uhr, achso, bei der PlayStation ist noch die Ladestation dran. Fernseh, Fire TV Cube, was war noch? Irgendwas war doch noch über Dauerstrom dran. Ich bin mir jetzt, achso, Fernseh, Fire TV Cube, Uhr, Festplatte, die am Fernseh dran ist. Weil dann kann ich auch Fernsehen mit Festplatte nutzen. Das kommt dann hier auf Dauerstrom und auf die andere Seite. Beziehungsweise dann bei da, wo PlayStation ist, kommt dann das ran, was ich halt immer nutze. Oder beziehungsweise hier dann wahrscheinlich kommt dann nochmal ein 6er-Verteiler ran, wo die Sachen rankommen, die ich... Also ist alles ausgerechnet von der Ampere und von der Voltzahl, dass das alles durchgeht, ohne dass was passiert. Mein Onkel ist Elektriker, der hat mir das alles gesagt und erklärt, worauf ich achten muss und was hinten draufstehen muss und so. Auf das andere kommt halt das, was nicht immer an sein muss. Also wenn ich hier rausgehe, dass halt nur das, was auf Dauerstrom an ist, was, dass da keine Daten verloren gehen. Und wenn ich jetzt normal Fernsehen gucke, das sind die Gigagate, was ich brauche für Internet. Und die Soundbar. Das war's eigentlich. Ja, so habe ich das geplant, dass wirklich, dass ich dann halt alles über Alexa machen kann. Und Marc, du schreibst es auch nicht, also falls Marc das Video sieht, du schreibst nicht in die Kommentare, warum, ich meine, egal, das ist mir zu peinlich. Das ist viel, viel zu peinlich. Jedenfalls, ich verliere mal die Fernbedienung. So, da mir das aber nicht bewusst war, beim ersten Mal bestellen, dass, wie gesagt, die Dinger so weit von hochgehen, habe ich nochmal was bestellt. Das ist heute angekommen, deswegen mache ich das Video heute erst. Nochmal zweimal Verlängerungskabel mit 2 Meter. Die kommen jetzt da in die Steckdose und das kommt unter die Couch und da kommt der Kabel dann ran. Warum? Ich habe noch einen gefunden, der noch flacher ist. Seht ihr das? Der ist hier oben praktisch, da ist nichts. Der kommt so in die Steckdose rein, ja, so, und der ist so flach.
Ja, dass ich da nicht großartig Abstand habe. Und, wie gesagt, ja, die passen schön dicht nebeneinander. Das war mir halt wichtig. So, die haben auch den Vorteil, den packe ich euch auch in die Videobeschreibung, wenn das eine Wand ist und ihr könnt nicht so jetzt abziehen, weil es ist ja hier eine Wand, hier oben ist ein Hebel. So, umhebeln und dann könnt ihr ziehen. So, machen wir das auch nochmal fest. Und ich habe noch nicht mal alles geholt. Ich zeige euch nachher halt die Tischkufen noch und den Kratzbaum und dann zeige ich euch, was ich noch gerne hätte. Was denn alles später kommen muss, weil einfach die Kohle nicht da ist. Weil ich habe jetzt hier, also alle dit, wenn sind mit Maler, alle drum und dran, bin ich bei um die 600 Euro. Dann kommt noch die Couch, die kostet mir auch über 600 Euro. Die habe ich auch bestellt. So, dann habe ich noch bestellt ein portable ja, Nähmaschine. Ja, weil ich möchte im Flur möchte ich einen Vorhang kürzen und umnähen, dass man, wenn man hier rausgeht, weil über der Tür habe ich ein Brett, da ist halt Fritzbox und eine Tüte mit den Schals, oder ein Karton, besser gesagt, mit den Schals und Handschuhen und sowas. Im Sommer, wenn brauche ich die nicht, deswegen sind die da oben drin. Und dann auch für einen Tisch draußen, für den Balkon, Tischdecken und so. Egal, das ist da alle drin und das will ich halt zum Vorhang nehmen, abschneiden, umlegen ein bisschen und lang nähen, damit der nicht ausfranst. Und für eine Waschmaschine habe ich hier bei besten Willen nicht den Platz. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich die noch unterstellen soll, wenn ich sie nicht brauche. Und so oft brauche ich das nicht. Aber für die Kleine oder für die Große mal ein T-Shirt oben umnähen oder am Kragen irgendwas, habe ich gedacht, brauchst du was. Mit Hand ist das Kacke. Und deswegen habe ich so eine transportable Nähmaschine mir geholt. Auch bei Amazon. Die habe ich aber eigentlich eher durch Zufall gefunden. Weil den Vorhang habe ich schon hier, der ist im Schrank. Und das habe ich mir schon ewig vorgenommen, meine Stadt oder irgendwo zu gucken, wer mir das umnähen kann. Meine Frau hat auch keine Nähmaschine. Und dann beim Einkaufen hiervon bin ich auf was anderes gestoßen. Und von da aus bin ich darauf gestoßen. Also über einen doppelten Weg bin ich darauf gekommen. Handystich nennt sich das Ding, weil ich euch ohne Videobeschreibung machen. Fand ich ganz neckisch, fand ich ganz cool und habe gedacht, Mensch, das wäre doch interessant. Hat auch gar nicht mal so viel gekostet und dadurch kann ich dann auch mal kleine Sachen nähen, was ich vorher ja nicht konnte. So, das. Und dann habe ich hier ein geiles Angebot gehabt. Da musste ich auch nochmal zuschlagen, erkläre ich euch auch gleich warum. Ein LED-Streifen, also 2x5 Meter, der ist wohl mit Handy kompatibel. Hier ist auch die, ach, Magic Home wird auch unterstützt, gut, geil. Ich habe nämlich das geguckt, das war nur auf der Webseite drauf, also bei Amazon, und das ist nicht für Alexa fähig, aber Magic Home wird auch unterstützt, Magic Home habe ich drauf, also kann ich das ganz normal im Magic Home einbinden. Ist RGB BT Mesh. Die haben BT 4.0, BT Mesh und Wi-Fi Control. WW, also was ist WW? Weiß, warm weiß, glaube ich, oder so. Aber das ist nur RGB. Ich wollte eigentlich eine mit RGB WW, also für warm weiß und sowas alles, aber egal. So, da ist halt der Transponder mit bei, der uns das für Alexa macht. Dann der Stromkabel ist mit bei. Also der Trafo, hier der Stromkabel, der da rankommt. Dann ein 1:2, weil sind ja zwei Rollen mit bei, die sind hier drin. Die hatte ich bestellt, weil ich eigentlich noch was anderes bestellen wollte, wo auch das Geld gerade nicht dafür da ist, aber vielleicht später mal. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich damit noch hinkomme, aber nach mehreren Rechnen und so habe ich gedacht, lieber nicht. Ich wollte eigentlich noch so eine Schiene oben in die Ecke machen. Einmal komplett rum oder halb den halben Raum oder so. Oder halt hier und hier. Und da kann man dann, da ist dann so eine Art Wölbung. Ich werde es euch mal in die Videobeschreibung verlinken. Und da kannst du LED-Streifen reinkleben, machst du genau in die Ecke rein und dann sieht man halt Licht.
Aber man hat halt nicht diesen hässlichen Streifen, der da auf der Tapete klebt, sondern man hat nur das. Und das einmal lang und dann schön beleuchtet und dann sieht man da halt Licht. Das wollte ich halt holen, hierfür und für den Flur. Und dann wollte ich ein Band in den Flur lang machen, eins hier. Ja, das hat sich jetzt erledigt. So, und dann habe ich noch eins. So, das ist das Letzte und dann sind wir auch fertig. Da möchte ich aber erst noch was zu sagen. Ihr wisst ja, ich streame regelmäßig mittlerweile auf Twitch und nicht mehr bei YouTube. Durch verschiedene Leute, die mir das hier auf YouTube versaut haben, weil es dadurch keinen Spaß mehr macht, hier zu streamen. Weil da bist du dann nur noch mit dem Bannen und mit dem Löschen beschäftigt und mit dem Melden und das macht mir keinen Spaß. Und Twitch war ich am Anfang ehrlich auch nicht begeistert von. Ja, ich gebe es ja zu. Aber Twitch bietet mir momentan einfach viel mehr und bietet euch viel mehr. Also ich kann da viel mehr einbauen für einen Chat. Zum Beispiel Emojis, die dann hier so hochploppen, wenn ihr irgendwas schreibt oder sowas. Eine Emoji-Welle und sowas alles. Oder ein Emoji, ihr schreibt einfach nur einen Namen in den Chat oder ein Fragezeichen. Dann kommt so ein Smiley von mir mit Fragezeichen über den Kopf, hier so über den Bildschirm geflitzt und so. Finde ich halt saugeil. Chatspiele. Ich könnte einen Musicbot einbauen. Du wirst nicht gleich gesperrt, wenn du Musik hörst. Da haben wir auch schon eine 90er-Party hatten wir letztens gemacht. Da hatten wir 90er-Musik gehört. Werden wir auch demnächst auf jeden Fall wieder machen. Mit Wakefield und Modo und hast nicht gesehen. Oder auch Reaction. Und das läuft da halt viel easier ab und viel einfacher und viel unkomplizierter als hier bei YouTube. Die Bots reagieren auch sehr gut. Manchmal zu gut. Nicht so wie bei YouTube, wo die Bots nicht reagieren. Deswegen. Und da hatte ich ja so einen Spendenbutton drin, weil ich ja, wenn das hier fertig ist, auch mehr Licht haben wollte für euch. Und die Elgato-Dinger, die K-Lights, die sind mir einfach zu teuer. 200 Euro für eine LED, für ein LED-Aufstelllicht ist mir fett zu teuer. Moment. Das garantiert meine Frau. Ja. Ich komme gleich hoch. Ich bin gleich fertig. Ja. Ach so. Ja, 2 Minuten. Ich komme. Ja. Ich weiß, ich will baden, ja. Ich komme. 2 Minuten. Ju. 2. Ja. Ju, ciao. So. Frauchen hat der Klee nämlich Essen gegeben und ja, jetzt geht's ans Baden. So, und das mache mal ich. Also ich lasse Wasser mit rein und dann sitzt sie bei mir auf dem Knie und spielt sie mit dem Wasser, weil in der Badewanne haben wir noch eine Kinderwanne und da spielt sie dann mit dem Wasser und freut sich und ja, das ist so ein Papa-Tochter-Ding. So, und da hatte ich so einen Spendenbutton da drin, weil mir die Dinger zu teuer waren, habe ich ja durch dummen Zufall was gefunden. Und erst hatten wir ja It's Quiz Time, hatte ich ja ein bisschen Geld von mir und ein bisschen Geld von euch und dann konnte ich es mir leisten und da habe ich It's Quiz Time gekauft. Jetzt kommt noch was, das möchte ich euch unbedingt vorher auch zeigen. Da mache ich auch wahrscheinlich nochmal ein separates Video zu. Da geht ein ganz, ganz fettes Dankeschön an alle Spender raus, weil das hätte ich mir jetzt noch nicht holen können. Das habe ich mir nur dank euch geholt. Zu dem anderen kann ich jetzt nicht sagen, da müsst ihr mal die Streams gucken. So, wartet mal. Badezimmer fertig machen. Hopp, 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 hopp. Jalla, jalla, jalla. So, jetzt kann ich sagen, die große ist nämlich ein Badezimmer. Der große LED habe ich noch nicht hierfür gekauft. Der kann nämlich auch auf Musik reagieren. Das heißt, wenn man Musik hört, dann blinkt das Licht im Takt. Und das habe ich für die Große geholt. Weil das war ein geiles Angebot. Das war über 15 Euro billiger, als es sonst ist. Und dann musste ich zuschlagen. Und das packe ich natürlich weg. Das ist für ihren Geburtstag. Die hat ja bald Geburtstag. Und dann brauche ich nur noch die Leisten holen. Dann kommen bei ihr die Leisten angeschraubt. Die kommen dann schön in die Ecke. Da kommt die LED-Leiste rübergeklebt. Und dann Kabel an der Seite runter und dann kriegt sie noch eine LED-Birne für Deckenlicht
Und dann kriegst du auch noch was, um bestimmte Geräte zu steuern. Also hier das, was ich mir geholt hatte bei Pearl-Ding, das kriegst du ran. Dann kann sie im Fernsehen über Alexa steuern, alle drum und dran. Alexa hat sie ja. Und dann noch so ein paar, und so noch ein paar Funksteckdosen und so hat sie ja. Die Volo-Dinge hat sie drin und dann kriegst du noch eine drin und so. Dass er das alles separat an aus und so. Da freut die sich. Das will die, die nervt mich jetzt seit Wochen, dass sie sich das von ihrem ersparten Geld kaufen will. Und ich sage mal nein, nein. Und hab's ihr verboten. Also, pst, das ist für ihren Geburtstag. Ich brauche mir auch keine Sorgen machen, die guckt meine Videos nicht. So, egal, wir machen weiter. Nicht, dass ihr euch wundert. So, das sind LED. Ja, hier sind so Plastikschienen drin, das ist jetzt milchig, da sind die LEDs. Ja, Verarbeitung ist halt Plastik, das ist jetzt nicht so, also wirkt jetzt im ersten Augenblick nicht so hochwertig, muss ich sagen. Das ist einfach nur Plastik mit einer Platte drauf, wo LEDs drauf sind. Dann machst du das hier so rauf. So, wartet. So. Kannst du auch verschiedene Farben machen, rot, grün und was weiß ich. Aber ich werde milchig lassen, dass mir nicht die LEDs direkt in die Fresse leuchten. Und hier kannst du dann auf ein Stativ machen. Hier ist der Stromkabel. Der ist hier. USB. Dann hole ich mir noch einen USB-Verteiler. Und hier kannst du das hell und dunkel machen und an und aus. Ha? Und hier haben wir dann noch irgendeinen Stecker, wo der sein soll. Ich habe keine Ahnung. Achso, der ist wahrscheinlich zum eigentlich für Strom. Der hat jetzt keine Bedeutung. Der ist leer. Ja? So, und da haben wir dann halt noch rot, also blau, rot und in der Mitte ist noch gelb drin. Oder? Vielleicht nehme ich auch gelb. Weil gelb habe ich ja auch als Licht. Gelb ist auch immer ganz angenehm. Hier ist gelb. Ja? Man kann auch mehrere nehmen. Man kann auch gelb und was weiß ich mal machen, dass man dann halt auf eine andere Farbe kommt oder so. Da kann man sich austoben. Platz ist dafür da, denke ich mal. So, da haben wir zwei Stück von. Da will ich links und rechts einstellen. Und hier haben wir dann, das ist der Fuß. Da schraubt man das Stativ auf und hier haben wir dann noch die Stange, die geht bis, weiß ich wie viel Meter hoch oder Zentimeter, über 1,60 oder so geht die hoch. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. So, jetzt müssen wir das hier erstmal wieder reinpacken. So. Mit dem Einpacken habe ich es ja immer so. Kennt ihr ja. So, schnell wieder zu. Und damit werden dann die Streams in Zukunft auch besser ausgeleuchtet werden. Das heißt, mehr Licht. Ich habe dann links und rechts Licht. Ich hoffe, dass mir das nicht zu sehr in die Fresse polkt. Und dann passt das schon mal besser. Ja? Ja, wo bist du? Ich bin auf dem Weg gleich. Ich beende gerade. Was? Ich beende gerade. Ich nehme gerade ein Video auf. Aha, okay. Ja. Tschüss. So, dann unterbreche ich jetzt hier kurz. Ich gehe hoch. Ich will euch ja noch zeigen, die Tischkufen zeigen und den Kratzbaum zeigen und was wollte ich noch? Ach, das, was ich denn noch kaufen will. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Regal, was dahinter hin soll. Das soll, will ich bei Otto holen. Und denn hier soll noch ein Regal mit Licht oder auch das Regal in Weiß oder so. Ich weiß es noch nicht, weil es 80 cm breit ist. Und da soll noch was drin. Das zeige ich euch gleich. Ich gehe nur schnell hoch, die Kläne fertig machen mit Bahnen. Also, kurzer Cut. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir gedacht, ich mache den PC ja sowieso an. Ich muss das Video bearbeiten, dann kann ich euch das ja auch gleich am PC zeigen. Ich muss ja sowieso eine Auszeit machen, weil wir die Kleine gebadet haben. Von daher sehen wir uns jetzt gerade am PC. Das sind die Tischkufen, die ich euch zeigen will. So. Die habe ich bestellt. Ja, die gibt es in drei verschiedenen Farben. Einmal schwarz. Dann normal Metall mit ein paar Schleifspuren und dann halt weiß. Also die sind pulverbeschichtet. Und diese habe ich jetzt praktisch. So. Und so werde ich mir das auch machen. Links und rechts dann halt die Tischkufen drunter und dann eine schöne lange Arbeitsplatte. Aber die Arbeitsplatte, wie gesagt, ich habe die Kufen hier bestellt. 72 cm hoch
80 cm breit und da wird auch eine 80er Platte raufkommen. Das wird dann so wie hier bündig sein. Oder so gut wie bündig. Ja. Ist ja gut, Digga. Also ich will halt jetzt nicht unbedingt, dass vorne da hier 5 cm, hinten 5 cm Luft sind. Die sollen halt schon bündig, so mit der Arbeitsplatte so ein bisschen sein. Und hier Industrie, kann man das hier, so sieht Industrie aus. So sieht man so Schleifspuren und so. Da ist halt einfach nur Lack drüber. Und dann schwarz-matt, das habe ich. Und dann weiß hier noch, die weiß und schwarz sind halt pulverbeschichtet. 99 Euro. Gibt es aber auch in kleineren Größen. Ihr könnt auch 40 mal noch was nehmen und dann hier für hier zum Beispiel. Aber so seht ihr das. Der hat jetzt zwar auch hier so ein paar Zentimeter Luft. 5 cm sind das. Ich könnte dann vielleicht doch noch eine 90er Arbeitsplatte nehmen. Ja, da bin ich noch am Überlegen. 90er Arbeitsplatte und dann, na mal gucken. Das ist noch nicht so spruchreif. Ich muss erstmal ausmessen, was ich jetzt sowieso dann noch links und rechts habe. Hier gibt es eigentlich mehrere Farben von, aber ich habe jetzt mir den hellen geholt, weil meine Frau gesagt hat, ich soll hell nehmen, weil der graue, der ist jetzt gerade ein bisschen schlecht, der ist zu dunkel, sagt sie, weil die Wohnung sowieso schon dunkel ist, eigentlich wollte ich ja so einen braun haben oder hier den hellen mit den Katzenpfoten. Naja, gibt's nicht, jetzt haben wir den genommen, ist ja gut, Digga. Ja, und dann sind halt zwei Platten, so da unten seht ihr, also zwischen 2,60 hoch, dann kann man dann halt noch variieren zwischen 2,30 und 2,60. Hier sieht man es irgendwo. Dann nehmen wir einfach mal das, also der hat, wieso hat der nur 90? Also hier angeblich jetzt 90. Ach so, mit dem Ausleger. Dann passt das ja vielleicht doch noch besser, so ja. Passt das vielleicht doch noch hinter der Tür. Na, müssen wir mal gucken. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie wir das jetzt am besten machen. Müssen wir mal gucken. Und weil mir ist ganz wichtig, ich brauche diese Kuhle hier oben. Och, Kater, ist ja gut. Für den fetten Kater. Die Treppen werde ich nicht ranbauen. Also die werde ich... warte, mach ich mal so. Die Treppen werde ich da oben, die und hier unten, die werde ich komplett abbauen. Die brauche ich nicht. Die haben meine Katzen nie genutzt und nimm nur Platz weg. So können sie hier oben vernünftig drauf liegen. Wenn die Treppe drauf ist, können sie da nicht liegen, weil die nimmt so viel Platz weg. Und hier unten haben wir dann auch mehr Platz. Och Mensch. Du dicke Ding. Ja. So, dann zeige ich euch jetzt das, was ich jetzt mir noch holen wollte und wo ich jetzt noch warten muss. Also einmal wollte ich hier die normale Böse Onkels CD mir holen für 16 noch was. Die haben sie auch für 18 noch was. Deluxe Edition, ich habe nicht gesehen, wo da der Unterschied ist. Aber hier bei der für 16 noch was habe ich halt die Audio-Rip-Funktion mit bei. Das heißt, wenn ich die jetzt für 16,99 kaufe, habe ich eine CD und ich habe es in meinem Amazon Music Store halt auch drin. Und das ist für 16 noch was, das ist geil. So, dann diese Dinger für die Große halt und für den Flur. Hier sind sechs Pakete drin, a ein Meter. Mein Flur ist 4 Meter oder so, 5 Meter. Könnte 4, 5 Meter sein, das weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Bin mir jetzt ja nicht so sicher. Fünf Meter. Naja, im Flur wollte ich sowas haben. Aber erstmal halt bei der großen Rinne einmal über die ganze Längswand. Das kommt dann danach, bevor sie Bozakato liegt, dann. Ja, da sind halt 6 Meter drin. Dann, ach so, die wollte ich gar nicht zeigen, aber das will meine Große unbedingt haben. Leuchtschuhe, die sehen dann so weiß, ach Mensch, so weiß aus mit einem Muster drauf. Und da ist halt so ein kleiner Akku drin und da kannst du die dann halt grün machen oder blau oder so. Und die will sie unbedingt haben, die findet die total toll. Ich weiß gar nicht, wie lange der Akku da hält, ey. Naja,
Das will ich mir noch holen. Also die Schuhe wird es dann halt auch zum Geburtstag geben, logischerweise. So, das will ich mir noch holen. Da kann ich dann Kartenleser habe ich da drin. Ich habe dreimal USB. Hier kann ich die Kabel vom Monitor zum Beispiel durchmachen. Und hier Kopfhörer und Mikrofon. Warum brauche ich Kopfhörer und Mikrofon mit bei? Gibt es nämlich auch nur mit USB. Ich will die dann links neben dem Monitor machen. Oder etwas hinter dem Fuß vom Monitor, irgendwie hinten an der Kante. Dann kann ich mir mein Headset aufmachen, beziehungsweise Kopfhörer, und kann die dann rin machen. Oder hier auf der Seite irgendwo und kann die dann rin stöpseln. Dann geht der Kabel hier lang weg. Und ich geht nicht hier so lang oder irgendwo, wo es mich stört. Und ich habe das zusätzlich USB und so. Ja, das muss ich mir dann noch holen. So, davon brauche ich zwei, weil ich muss den Mikrofon und den Kopfhörerkabel ja verdoppeln. Also aus einem zwei machen. Einmal geht es ja zum, brauche ich ja sowieso am PC. Und einmal brauche ich, ein Mikrofon eigentlich nicht, eigentlich reicht für Kopfhörer. Einmal geht halt für Kopfhörer rein, was zu dem, was ich euch gerade gezeigt habe, am Tisch geht. Und einmal zur Soundanlage, was ich doppelt habe. Und dann halt hier, habe ich mir so einen Korb hier noch ausgesucht. Das weiß ich aber nicht, ob es der jetzt wird. Oder, na doch, der oder der andere, der ist ja nicht mit drin. Also den anderen habe ich nicht mit reingepackt. Da kann ich dann hier oben, seht ihr, da ist hier noch Platz für Steckdosen und für Kabel. Schrauben sind auch mit bei. Ich weiß nur nicht, wie das mit der Arbeitsplatte ist, wenn ich das da unten runterschraube. So, wo haben wir denn das Bild da? Da seht ihr das. Der schraubt das auch nur so runter. Und die Steckdosenleiste, die ist schon ziemlich schwer, die vom Brandstuhl. Ich weiß nicht, ob das mit den paar Schrauben da so gut halten wird. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber es ist ein Zweier-Set, 2x43 cm. Und die würde ich dann auch, wo haben wir das Bild, so in etwa wie hier machen. Auch so mit Lücke, dass praktisch hier was ist und da was ist. Und dann gehen die Kabel da lang und dann so. Dann das PlayStation-Licht will ich unbedingt haben. Das soll ja dann im Hintergrund vom Stream dann zu sehen sein. Oh, gerade runter ist jetzt 30 Cent Bild. Ja, oh Mann, keine Kohle. Und das irgendwann mal. So eine PlayStation-Uhr, ich finde die so geil, so ein PlayStation-Controller und da ist die Uhr drin. Ja. Hat was, finde ich, optisch halt ein bisschen schön. Also besser, als wenn man so eine normale Uhr hat, dachte ich. Und passt doch irgendwie. Wenn jetzt hier natürlich noch oben drin wäre, dass man die Zeit an die Wand projizieren kann, das wäre natürlich noch richtig geil. Aber so ist es doch schon cool, oder? Ich finde es cool. So. Das habe ich auch vergessen. So, Merkzettel. Ach, wartet, ich muss mich anmelden. Warum muss ich mich anmelden? Das kann ich jetzt löschen, das brauchen wir nicht, das haben wir schon. So. Da haben wir dann praktisch einmal dieses Regal, was beleuchtet ist mit drei Elementen. Also denke ich mal, dass es schön leuchten wird unten. Da haben wir auch leider nur dieses eine Bild. Das soll dann halt hier im Hintergrund kommen. Oder halt das in weiß im Hintergrund. Das reicht für, da passen Blu-rays und was weiß ich rein. Da kann ich dann halt das Licht hier reinstellen, und hier oben kann ich den Odin raufstellen oder so. So ein bisschen figurenmäßig. Mal gucken. Also das soll es halt auch werden. So, die beiden Sachen noch. Und die haben hier unten auch noch andere schöne Regale. Hier zum Beispiel oder hier. Das wäre halt für, das hatte ich mir angeguckt und das hatte ich mir angeguckt. Das Problem bei diesem hier ist, das ist nicht hoch genug für Blu-rays und so. Das ist von der Maße. Hier haben wir dann halt so ein Licht da drin. Das ist schon mal ganz cool, dass es dann beleuchtet ist. Das sieht man dann halt nicht, weil es hier oben halt so eine
Kante hat. Das zeige ich euch mal. Hier seht ihr das. Hier seht ihr. Ah. So, und hier ist es komplett. Also 22 hoch ist es. Und wir brauchen aber für Blu-rays so um die 26, also 24, 25 waren das oder so. Ja, und dafür ist das dann halt definitiv zu klein, reicht für CDs aus. Sieht cool aus, aber wüsste ich jetzt nicht, wo ich es hinmachen soll. Das war aber eins, was in der engeren Wahl ist. Das war auch in der engeren Wahl, ein schönes Brett mit einer Kante, von oben ein bisschen Licht. Problem bei diesem ist, zack, 5 cm, ja, 19 noch was, 1,40, das ist schon cool, das nimmt nicht viel Platz weg. Aber für über den Fernseher werdet ihr jetzt nichts, weil ich möchte das ein bisschen freier hängen haben, den Fernseher diesmal. Aber ich weiß nicht, also mir fehlt halt praktisch die Kante. Also ich müsste einen Bücherhalter links und rechts hinstellen. Vielleicht, mal gucken, das ist noch nicht so hundertprozentig raus. Aber davon 2 Stück werde ich mir holen und die werde ich dann so wie hier machen, wenn ich den Platz haben sollte, oder halt nur übereinander. Und das Dunkle müsst ihr euch dann halt hier vorstellen, also nur die beiden Weißen übereinander oder Weiß und Schwarz. Und dann kann ich halt, was weiß ich, hier in der Mitte muss ich halt so einen Bücherhalter holen oder eine Figur stelle ich dahin und dann kann ich dazwischen ein paar Bücher machen die DVDs, weil die DVDs passen da nicht rein, die sind zu hoch, die Blu-rays passen nur rein. Ja, das wäre so meine Möglichkeit und das dann hinter der Tür, damit das so ein bisschen verschwindet. Aber das ist alles noch nicht so raus, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das hier fertig kriegen. Und ja. Und dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch erstmal. Ich weiß, das ist jetzt diesmal ein bisschen länger geworden, jetzt auch schon wieder 13 Minuten, und dann 4 Videos sind es ja davor schon geworden, 10 Minuten noch was, na gut, das letzte jetzt nicht, also es wird ein ziemlich langes Video, tut mir leid, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wie gesagt, sobald das alles fertig ist, ich werde versuchen, zwischendurch ein paar Fotos zu machen und die bei Instagram zu teilen, dann vielleicht auch in der Telegram-Gruppe oder so, wenn alles fertig ist, soll auch ein Video vom neuen Wohnzimmer, Raum kommen. Dann erkläre ich nochmal alles ganz genau. Vielleicht kommt es vorher schon ein Video mit der Wand fertig und der Fernseher dran, weil die Arbeitsplatte ist ja dann noch nicht und dann später nochmal ein Video. Ich weiß es noch nicht. Könnt ihr auch gerne mal euren Kommentar dazu abgeben. In den Kommentaren natürlich. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Guckt doch bei Twitch rein. Wie gesagt, bei Twitch werde ich dann, wenn alles gut geht, ab Montag, Dienstag wieder streamen. Vielleicht auch erst Mittwoch. Ich weiß es noch nicht, wie ich es schaffe, wegen dem Umbau und alle drum und dran. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Twitch bei Nick-Odin-Ase. Link ist auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, hat euch gefallen. Alle Produkte, die ich euch jetzt gezeigt habe, außer die bei Otto, die ich gekauft habe, die wirklich real hier liegen habe, die werde ich euch in die Videobeschreibung verlinken. Gebt mir ein kleines Feedback, würde mich freuen. Ich bin dann weg. Euch ein schönes Restwochenende, weil ich denke mal, wenn alle Duty geht, wird das Sonntag kommen, das Video. Also alle noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns spätestens Mittwoch, denke ich mal, auf Twitch mit einem Livestream. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.